So, dalle, Bastelzeit. Diesmal wieder was von ICStation.com. Und bei der Patreon-Befragung damals kam auf Platz 2 punktgleich raus, was mit Musik und etwas mit hoher Spannung. Also wähle ich aus. Mit hoher Spannung klingt interessanter. Und das sieht dann hier so aus. Ja, das ist die 12005, meine ich. Gucken wir mal auf der Webseite, was wir da haben. Wenn wir auf die Webseite gucken, da heißt das Ganze hier Gleichspannung 15 bis 24 Volt, 15 Watt Mini Music Tesla Coil, also eine singende Tesla-Spule. Und ja, genau das ist es halt auch. Wenn es zusammengebaut ist, haben wir hier so eine Mini Tesla-Spule und die soll auch Musik machen können. Soweit zumindest die Theorie. Wir können noch ein bisschen weiter runtergehen, kriegen noch was Beschreibung. Hier die Größe einmal, also 8 cm hoch oder so. Ne, Moment, das ist sogar nur breit. Die Höhe steht nicht mit dabei. Aber es ist halt eher etwas Kleineres, nicht zu vergleichen mit großen Tesla-Spulen, die man eventuell hier auf YouTube schon mal gesehen hat. Aber, naja, etwa 7 Euro momentan, je nachdem, wo gerade der Dollarpreis und so liegt, kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Diesmal sogar etwas mehr Beschreibung. Wir haben einmal die Info, wie das Ganze funktioniert. Tesla-Spule im Prinzip wie ein selbstresonierender Transformator, der das DC holt, in den Hochfrequenz-Wechselspannungen umbaut. Diese Tesla-Spule hat eine Music-Funktion, also wir können hier den Lichtbogen so ansteuern, dass durch die Vibrationen in der Luft und im Plasma da auch Musik rauskommt. Naja, zumindest ein bisschen. Was wir beachten müssen, wir brauchen eine Stromversorgung, also ein Netzteil, und zwar 15 bis 24 Volt mit 2 Ampere. Dieses Netzteil ist nicht mit dabei. Wenn ihr selber sowas nicht habt, guckt mal nach Laptop-Netzteilen. Vielleicht von einem alten Laptop habt ihr noch eins rumliegen oder ansonsten, die lassen sich bestimmt auch gebraucht irgendwo sehr günstig finden. Die sind meistens irgendwo bei 19 Volt, das passt dann. Und die haben auch den nötigen Strom am Ausgang. Wie wir schon gehört haben, Hochfrequenz, Hochspannung, deswegen Achtung, Achtung, Sicherheit beachten. Es ist nicht ganz so viel dahinter an Leistung, aber ihr wollt das Ding definitiv nicht anfassen. Das hat unschöne Nebenwirkungen. Also im Prinzip gesunder Menschenverstand bitte einschalten, bevor ihr hiermit arbeitet. Steht auch noch dabei, auch die Heatsinks hier, also diese beiden Kühlkörper sollte man nicht berühren. Die werden wohl auch heiß. Das werden wir uns natürlich anschauen. Und auch wichtig, in der Nähe von hier dieser Spule keine Elektrogeräte irgendwo hinlegen. Dieses Magnetfeld, was hier ausgestrahlt wird, das kann durchaus dazu führen, dass Geräte, die in der Nähe liegen, da kaputt gehen. Deswegen, gerade wenn ihr irgendwie hier mit der Musik arbeitet, da wird wohl ein Handy oder MP3-Player benötigt, legt's nicht neben die Spule, sondern haltet da Abstand. Ja, hier unten haben wir noch ein paar Bilder. Offensichtlich hat ein Kollege auf YouTube schon mal ein kleines Review gemacht. Und ist oben in der Infokarte verlinkt. Ihr seht auch, so Lampen können wir auch zum Leuchten bringen, Blitze machen. Und ja, das ist mal der Plan. Ich würde mal sagen, Plan steht, bauen wir das Ding mal zusammen. Und ja, schauen wir mal, wie unsere Bauteile dazu aussehen. Wir können schon ein paar Sachen erahnen, Bordspule und der Klinkenstecker zum Beispiel. Aber nee, wir wollen ja alles haben. Wir haben erstmal eine Anleitung, gucken wir gleich. Zwei große Kühlkörper, das ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Sache, denn ja, bei Hochspannung haben wir auch meistens viel Abwärme. Dann das Board selber, entsprechend hier mit der Spule, großer Widerstand drüber. Die Kühlkörper und so sind auch eingezeichnet. Interessanterweise beidseitig diesmal beschriftet. Das haben wir sonst nicht so gehabt. PLL-TC. PLL wahrscheinlich Phase Locked Loop, Betriebsspannung 15 bis 24 Volt, DC 5.5 bezieht sich wahrscheinlich auf 5,5 mm. Die passende 5,5 mm Buchse haben wir natürlich auch. Wir haben eine von diesen Klinkenbuchsen hier. Wir haben ein Klinke-Klinke-Kabel, das ist einfach nur ein Verbindungskabel. Relativ dünn, aber hey, Audio auf kurzer Strecke, nicht ganz so tragisch. Wir haben, was zum Geier ist das? Thermal Grease. Wir haben Wärmeleitpaste. Okay. Eine LED. Das hier sieht schon interessant aus. Das ist natürlich keine LED oder Glühlampe. Ich gehe davon aus, dass das eine Neonlampe ist. Die werden gerne benutzt, um hohe Spannungen anzuzeigen oder zu klempen. Also eine Art oberes Limit festzulegen. Was haben wir noch? Widerstände. Diverse. Einen Elko. Einen großen Kondensator hier, Film,
Kondensator. Was steht da drauf? Oh, weniger als ich dachte. 63 Volt 1.0J. Hm. Okay. Ich hätte jetzt mit einer höheren Spannung da gerechnet, aber anscheinend nicht. Ja, hier haben wir noch eine rote LED. Ein bisschen Mechanik. Wahrscheinlich um die Kühlkörper festzubekommen und so weiter. Wir haben ein Stück Heißkleber. Kann man immer brauchen, oder wie war das? Einen BD243C und einen STMicro 80NF70 müsste das sein. Wahrscheinlich Transistoren, FETs oder sowas in die Richtung. Und natürlich die Spule, nicht zu vergessen. Das ist ja mit das Wichtigste. Sind das zwei Spulen? Ist das eine Spule? Nein, das scheint nur eine Spule zu sein. Okay, und ein bisschen Draht. Gut, das ist also der Inhalt. Schauen wir noch, was wir hier in der Anleitung haben. Das ist wieder, ich würde fast sagen, die übliche Anleitung, weil es dieses wunderbare Gelb ist, was dann hier abfärbt beim Zusammenlegen. Alles wieder auf Chinesisch, aber inzwischen wissen wir ja, wie wir übersetzen können. Wir haben ein schönes Bild, wie das Ganze aufgebaut aussehen muss. Auch wenn da nicht allzu viel Auswahl ist. Die Bauteile passen ja immer nur an einer Stelle. Ah, jetzt verstehe ich auch, wo unsere zweite Spule hin ist. Wir haben hier dieses Drahtstück rumgewickelt. Das heißt also, das gibt unsere eine Spule und das Innere gibt unsere zweite Spule. Und das gibt dann mehr oder weniger eine Art Transformator. So kriegen wir aus der relativ geringen Spannung, die wir hier auf dem Board haben, eine relativ hohe Spannung, die hier rein induziert wird. Und das ist auch das, was dann am Ende hier den Krach macht. Interessanterweise, wie gesagt, mit einem Audio-Jack. Ich gehe davon aus, dass die dann sogar auf Audio reagieren kann, also einen Unterbrecher oder sowas drin hat. Also sozusagen eine singende Tesla-Spule. Wobei, gut, Tesla-Spule ist jetzt hier übertrieben. Aber ja, im Prinzip ist es eine, nur relativ einfach aufgebaut. Ja, hier unten steht noch was von MP3. Es ist ein Audio-Eingang. Hinweis schon mal vorab, eventuell wollt ihr nicht irgendwie euer teures Handy oder so anschließen. Ich weiß nicht, wie gut die getrennt ist. Da würde ich mich vielleicht nicht so drauf verlassen. Ansonsten hier nochmal die Bauteile. 2 Kiloohm, 10 Kiloohm Widerstände. LEDs, 3 mm. Kondensatoren. Das ist einmal der Elko mit 16 Volt. Nee. Okay. Eigentlich war hier ein Mikrofarad 16 Volt. Das wird dann hier der 50er sein und das hier dürfte dann ein Mikrofarad bei 50 Volt sein. Das ist der 63er. 5,5 mm, 12 cm, 0,5 dürfte der Draht sein. Q1, 80 NF70, BD243C, das sind die beiden Transistoren. Das hier kann ich nicht lesen. Muttern, Schrauben, nochmal Muttern. Und der 3,5 mm Anschluss. Okay. Schaltplan relativ einfach gehalten. Lasst mal schauen, wie das funktioniert. Okay. Ja, VCC geht offensichtlich vom Powerjack auf den A2, was auch immer das ist. Ground. Da wo geht VCC noch hin? Sonst geht VCC nur über den Widerstand. Also wir haben 2 Kiloohm am Eingang sogar. Ah, hier. Okay. Never mind. Ich ziehe alles zurück. Sie geht direkt hier auf den 80NF70. Der schaltet dann entsprechend durch über dieses ganze Gewusel hier. Lasst mal schauen, das hier dürfte wahrscheinlich mehr oder weniger Ground sein. Ja, fast. Ach, das ist die Audio-Line. Also der Transistor hier scheint irgendwie über das Audio geschaltet zu werden. Da gehen jedenfalls die ganzen Dinger dran. Dann haben wir hier unten nochmal ein bisschen was geteilt wird. Ach so, 350 Turn, 1 Turn. Okay, die 1 Turn dürfte unser Drahtstück sein. Die 350 Turn, die große Spule. Das heißt also, der Transistor würde jetzt im Prinzip, wenn Musik läuft und hier ein Signal ist, diese Spule kurz schließen, was ja eigentlich das ist, was wir haben wollen. Aber wir müssen hier oszillieren. Und wenn ich das richtig rauslese, nutzen die 350 Turn, also die Zweitspule, über eine LED irgendwie als Feedback, um hier einen Oszillator sich zu bauen. So sieht das jedenfalls aus. Denn sonst sehe ich nichts, was hier groß oszillieren könnte.
Ja, eigentlich nicht. Das heißt also, wahrscheinlich oszilliert das dann hier mit einer mehr oder weniger festen Frequenz, aber nur, wenn hier oben der schaltet vom Audio. Das heißt, ohne Audio könnte sein, dass durch die Widerstände ein Bias reinkommt und er trotzdem dann Krach macht. Nun gut, würde ich sagen, machen wir uns mal ans Löten. Ja, Löten hatten wir schon öfter, aber nochmal von vorne. Lötkolben, Lötzinn, los geht's. Wir nehmen uns also das Board, legen uns das passend hin, fangen mit den Bauteilen mit der geringsten Höhe an, zum Beispiel hier den Widerstanden. Die kann man über die Farbcodes, die da drauf abgebildet sind, eigentlich erkennen, aber einfacher ist es, ein Multimeter zu holen, einfach gerade dran zu halten an eins und dann sieht man, was das für ein Wert ist. In dem Fall hier etwa 10 Kiloohm. Das ist also der erste, den wir einlöten wollen. Messen wir nochmal gerade die anderen. Die dürften dann entsprechend 2 Kiloohm haben und ja, 2, irgendwas kommt hin. Als nächstes suchen wir dann hier auf dem Board die Stelle, wo unser 10 Kiloohm Widerstand in dem Fall hinkommt. Dann nehmen wir den, biegen den hier über unseren Finger, so in 90 Grad etwa nach unten die Beinchen und stecken ihn an der entsprechenden Stelle rein, da wo 10 Kiloohm auf dem Board steht. Auf der Rückseite biegen wir die ganzen ein bisschen zur Seite, dass es nicht rausfällt und können dann mit dem nächsten Bauteil weitermachen. Wenn dann alle 10 Kiloohm Teile drin sind, dann können wir in dem Fall hier, da ja noch nicht viel drin ist, direkt mit den 2 Kiloohm weitermachen. Je mehr wir reinmachen, desto mehr müssen wir danach halt am Stück löten, müssen wir nicht immer wieder den Lötkolben weglegen. Geht hier also einfacher. Wenn wir dann fertig sind, dann drehen wir das Ganze rum, sodass wir an die Lötstellen drankommen, holen unseren Lötkolben zur Hilfe und befestigen das Ganze entsprechend. Dazu gehen wir mit der Lötspitze sowohl auf den Ring, das sogenannte Pad, als auch ans Beinchen dran, also gleichzeitig berühren. Etwa eine Sekunde warten, dass das Ganze heiß werden kann, dann den Lötzinn zuführen, sodass es gut aussieht. Nochmal eine Sekunde warten, wegholen und ja, wenn es hier so aussieht wie bei mir, dann ist die Lötstelle in Ordnung. Dann können wir mit der nächsten weitermachen. Das wiederholen wir dann für alle Bauteile, die wir jetzt eingesetzt haben. Danach gehen wir hin, holen hier so einen Elektronikseitenschneider und schneiden die Beinchen ab. Dabei etwa so einen Millimeter stehen lassen, dass wir die Lötstelle nicht weiter beschädigen. Und ja, so können wir dann hier aufräumen. Die längeren Beinchen brauchen wir nicht. Und ja, wenn wir sie wegmachen, kommen wir nachher an die anderen Lötstellen wesentlich besser dran. Wenn wir dann wieder in die Anleitung auf das Bild gucken, würde ich sagen, die LEDs hier unten, das sind die nächsten Bauteile, die nicht ganz so hoch sind, also suchen wir die raus. Bei den LEDs müsst ihr aufpassen, da gibt es ein Plus und ein Minus. Auf der Platine ist ein Plus auf einem abgebildet und bei der LED haben wir ein längeres Beinchen. Längeres Beinchen kommt in Plus, kürzere in Minus, andersrum funktioniert es nicht. Auch hier bei denen ein bisschen rumbiegen, dass das nicht rausfällt und das Ganze mit der zweiten wiederholen. Hier in dem Fall ist der Plus oben, also auch hier das längere Beinchen dann nach oben machen, sodass das alles entsprechend passt. Beim Löten ist es genauso wie bei den anderen Widerständen auch. Rumdrehen, dranhalten und Lötzinn zuführen, ganz wie gewohnt. Ebenso werden auch hier dann die Beinchen wieder abgeschnitten und dann können wir direkt mit den nächsten Bauteilen weitermachen. Ich würde dann sagen, wir machen jetzt erstmal hier diese Audiobuchse. Ihr müsst aufpassen, dass die Pins alle gerade sind. Kann schon mal sein, dass die beim Versand ein bisschen gebogen werden. Ich biege es hier zurück. Eingesetzt und ja, Löten erfolgt wie bei den anderen auch. Allerdings mit einem kleinen Trick könnt ihr euch hier das Leben ein bisschen einfacher machen. Und zwar, wenn ihr hingeht, holt euch erstmal irgendwas, um drunter zu legen, dass das Board möglichst gerade ist. Dann holt ihr den Lötkolben und das Lötzinn, lötet erstmal nur einen einzigen Pin fest, zum Beispiel den hier in der Mitte. Was ihr jetzt macht, ihr macht das nochmal heiß und drückt alles an, sodass die Buchse wirklich gerade sitzt und ja, wenn ihr dann sicher seid, dass alles gerade ist, könnt ihr den Rest verlöten. Dann sitzt die Buchse auch hundertprozentig fest und ja, nicht ganz so schief. Eventuell bei hier solchen größeren Sachen müsst ihr den Lötkolben ein bisschen länger dran halten. Da ist viel Metall, was entsprechend viel Hitze aufnimmt und ja, entsprechend dauert es schon mal was länger. Dasselbe wiederholen wir dann nochmal für diese entsprechende Stromversorgung, die entsprechende Strombuchse. Auch hier am besten wieder erst einen festlöten. Dann das Ganze nochmal heiß machen, gerade drücken und wenn es dann so auf dem Board sitzt, wie ihr das haben wollt, könnt ihr die restlichen Pins verlöten und das Ding sitzt fest. Als nächstes haben wir noch die beiden Kondensatoren, den Elko in rund und den mehr oder weniger rechteckigen Folienkondensator, was das ist. Beim Elko müssen wir wieder aufpassen, der hat wieder ein längeres und ein kürzeres Beinchen, in dem Fall das längere wieder ein Plus. Alternativ könnt ihr auch hier auf den weißen Streifen achten, das ist der Minuspol.
Der gehört dann entsprechend ins andere. Das Ganze dann entsprechend richtig rum einsetzen, hinten rumbiegen und ja, die Prozedur kennt ihr ja jetzt. Bei dem Folienkondensator hier, da seht ihr, ja, da gibt es mehrere Löcher. Das ist wahrscheinlich, weil die mehrere Größen, je nachdem, was gerade verfügbar ist, verschicken. Holt einfach die, die passen. Wenn wir hier auf der Rückseite gucken, seht ihr ja, die beiden Löcher da, die sind verbunden. Entsprechend ja, ist es ohnehin dasselbe. Das Ganze dann wieder passend verlöten, entsprechend die Beinchen abschneiden. Und last but not least kümmern wir uns dann um die entsprechenden Kühlkörper und die ja, Transistoren, die wir hier in der Mitte haben. Müssen natürlich aufpassen, dass wir den richtigen an die richtige Stelle machen. Die kommen dann so rum rein, dass hier hinten der dicke weiße Streifen mit dieser Lasche oben da übereinstimmt. Wo wir aber aufpassen müssen, die müssen am Ende ja auf dem Kühlkörper hier montiert werden. Und der Kühlkörper, der hat da schon ein fertiges Loch für die Schraube. Das muss am Ende da übereinstimmen, sodass das entsprechend ja, verschraubt werden kann. Deswegen ist es in dem Fall meistens am einfachsten, wenn er es nicht erst hier drin macht, sondern wenn er das Ganze, also den Transistor und den Kühlkörper außerhalb vom Board erst einmal zusammenbaut. Dazu nutzt man dann hier die Wärmeleitpaste. Die ist hier oben schon so eingerissen, dass man die einfach aufbekommt. Könnt ihr ruhig ordentlich drauf machen. Da ist mehr als genug hier drin. Das ist auf jeden Fall ausreichend. Einfach ein bisschen drauf machen. Etwa so Hälfte unterm Loch. Das, was ich hier gemacht habe, ist schon etwas zu tief. Dann eine der Schrauben nehmen, durch diese Lasche hier oben am Transistor durchmachen, dann alles zusammen ansetzen und festziehen. Ihr seht, die Wärmeleitpaste, die quillt jetzt hier an der Seite raus. Das war so eigentlich schon zu viel, aber stört jetzt auch nicht wirklich, solange es da nicht die Beinchen irgendwie umschmoddert, ist das okay. Sollte möglichst gerade sitzen. Wenn ihr da ein gutes Augenmaß habt, dann sollte das jetzt da auch 1:1 reinpassen. Ihr seht, der Kühlkörper, der hat unten auch solche Pins, die ins Board rein müssen. Deswegen ja, muss das halbwegs gerade sein. Wenn es nicht passt, müsst ihr nochmal die Schraube aufmachen und entsprechend dann nochmal ein bisschen ausrichten. Hier geht's. Und den machen wir dann direkt auch fest. Die Lötprozedur, die kennt ihr ja inzwischen. Für den Transistor ist das relativ einfach. Beim Kühlkörper wird es schon schwerer, weil der Kühlkörper ist ja dafür da, Hitze wegzunehmen und wir brauchen die Hitze zum Löten. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich sehr lange brauchen, bis das alles warm genug ist, dass der Lötzinn schmilzt. Bei billigen Lötkolben kann es auch vorkommen, dass die gar nicht genug Leistung haben. Ist nicht ganz so tragisch, weil hier diese Lötstellen sind nur dafür da, das Ganze mechanisch festzuhalten. Elektrisch ist das egal, ob die verlötet sind oder nicht. Also wenn euer Lötkolben das wirklich nicht hinbekommt, könnt ihr das im Zweifelsfall auch noch weglassen. Das Ganze wiederholen wir dann natürlich nochmal für den anderen dieser Transistoren. Also auch den Kühlkörper mit etwas Wärmeleitpaste hier versorgen. Wie ihr seht, es ist definitiv zu viel da in der Packung. Schraube ansetzen durch die Lasche vom Transistor und alles fertig verschrauben. Dann kann auch der hier in das entsprechende Board eingelötet werden. Der muss natürlich andersrum, das heißt also der Kühlkörper wieder nach außen, entsprechend wie es angezeichnet ist. Und auch den dann entsprechend Transistor und am Schluss den Kühlkörper passend verlöten, sodass das Ganze sauber auf dem Board sitzt. Solltet ihr wie ich hier so eine Brücke hinbekommen, einfach mal den Lötkolben am Schwamm oder irgendwas sauber machen und dann nochmal drüber gehen. In meisten Fällen geht diese Lötbrücke dann direkt weg und euer Problem hat sich erledigt. Als nächstes kümmern wir uns dann hier um diese Spule. Da gibt es hier diese Aufkleber mit den Pfeilen. Die zeigen euch, wo die einzelnen Drahtenden da rauskommen. Die brauchen wir nachher dann lose. Eine Richtung gibt's nicht, ist also egal, wie ihr es draufsetzt. Wir müssen nur am Ende hier hinten an diese eine Lötstelle kommen, um einen Draht festzumachen. Das Ganze soll auf dem Board mit Heißkleber festgemacht werden. Normalerweise heißt das dann hier irgendwie ja der Heißkleber plus Feuerzeug. Aber ich bin faul, also benutzen wir einfach direkt die Heißklebepistole. Das geht schneller. Sprich, wir nehmen die jetzt, machen hier einfach mal in diesen Kreis, der angezeichnet ist, so ein bisschen was rein, dass das gut hält. Nehmen unser Türmchen, achten darauf, dass die Drähte auf Seite sind und stecken das entsprechend in diese Klebemasse rein. Das Ganze dann festhalten, bis das Ganze halbwegs abgekühlt ist. Den unteren Draht holen wir dann und stecken den entsprechend hier durch das Pad durch, dass wir das gleich verlöten können. Dabei müssen wir ein bisschen aufpassen, denn wie ihr hier seht, nur an der Spitze vom Draht, da ist er so ein bisschen dunkler, da ist das Ganze lötbar. Am Rest vom Draht, da ist ein Lacküberzug, da können wir nicht so einfach löten, da müssten wir erst den Lack wegmachen, deswegen ihr solltet die Spitze benutzen. Die andere Seite, die stellen wir einfach so nach oben, dass die frei in die Luft geht, das ist das, wo am Ende die Blitze rauskommen. Fehlt noch unsere äußere Windung, das heißt unser kleines Drahtstück, das isoliere ich mir erstmal passend ab.
Das Ganze verlöten wir erstmal auf der einen Seite, wickeln dann das hier so um die andere Spule drumherum. Sprich, erst bei den Kühlkörpern vorbei, dann einmal drumrum und wieder nach vorne. Und die andere Seite kommt dann entsprechend in das zweite Pad, was hier eingezeichnet ist, und wird dann da verlötet. Und damit sind wir dann eigentlich soweit auch schon fertig. Also machen wir mal ein bisschen Platz und besorgen uns was Strom. Ich habe hier schon mal so einen passenden Stecker. Das ist von diesem Hohlstecker. In dem Fall auf zwei Kroko-Klemmen, womit ich da an mein Labornetzteil dran kann. Die Stecker findet ihr im Zweifelsfall aber überall. Die sind mehr oder weniger überall im Einsatz. Gut, würde ich mal sagen, Strom drauf, gucken, was qualmt. Das erste, was wir sehen, ist die blaue LED und wenn ich die Spannung hochdrehe, so ab 17 Volt geht auch die rote an und wir bekommen oben eine kleine Flamme. Die bildet sich entsprechend an der Spitze da dran. Können auch mal näher rangehen, da sehen wir, da schlägt es immer so ein bisschen aus. Und was wir auch sehen können, wenn ich die Spannung erhöhe, achtet oben mal auf die Flamme. Ja, die wird größer und der Draht fängt an zu wackeln. Also höhere Spannung, mehr Blitze. Was wir jetzt auch probieren können, ja, wir haben ja hier noch diese Neonlampe oder was das ist. Und wenn wir hier einmal einschalten und die in die Nähe bringen, dann sehen wir, ja, die Lampe, die fängt, wenn wir in die Nähe von dem Drahtstück oder der Spule auch gehen, einfach mal an zu leuchten. Und hier nochmal in Nahaufnahme, ihr seht, ich bin nicht da dran. Und was wir auch sehen können, zum Zünden müssen wir näher rangehen. Leuchten tut sie aber auch durchaus so, ja, 1-2 Zentimeter Abstand, das kriegen wir hin. Hey, Funkstrom! Das Ganze geht natürlich dann auch mit anderen Lampen, so zumindest der Plan. Mein erster Versuch war dann hier mit so einer Einbaulampe. Das ist eigentlich Halogen, aber wie wir hier sehen können, da passiert nichts. Entweder weil Halogen für die Frequenz nicht anfällig ist oder weil einfach zu viel Glas und so drumherum ist. Den Schein, den ihr jetzt seht, das ist nur Lichtreflexion unten von der LED durch den Reflektor. Da ist also überhaupt nichts, was passiert. Schon besser sieht's aus, wenn wir hier so eine Energiesparlampe holen, wenn wir die in die Nähe der Spule bringen. Jep, ich würde sagen, wir bekommen Licht und nicht nur das, es ist sogar relativ hell. Und was auch ist, achtet mal drauf, wenn ich weiter weggehe. Selbst bei hier, was sind das, 10 cm oder so, haben wir immer noch ein bisschen Leuchten drin. Natürlich nicht volle Lichtstärke, aber man sieht, es leuchtet auf jeden Fall auch auf die Entfernung. Also das Magnetfeld geht schon ein gutes Stück nach draußen. Was mit den kleinen funktioniert, klappt natürlich auch mit den großen Leuchtstoffröhren. Wenn wir die in die Nähe bringen, yep, es wird definitiv hell. Und vor allen Dingen, was mich doch ein bisschen erstaunt hat, wenn wir da einfach mal ein bisschen rauszoomen und uns das komplette Bild hier anschauen, yep, die leuchtet tatsächlich auf der vollen Länge, dadurch, dass mein Körper sozusagen den zweiten Pol dann darstellt. Natürlich nicht die volle Lichtstärke und ihr seht auch gerade in Richtung meiner Hand, dass da so Wellen dann rauskommen. Aber er kriegt es auf jeden Fall komplett zum Leuchten. Und wenn er noch ein paar Messwerte sehen will, bei 17 Volt sind wir bei 800 mA, also etwa 14 Watt. Und die Frequenz, mit dem sich das Ganze einschwingt, 3,5 MHz, Pi mal Daumen. Ein Punkt fehlt noch und das ist Audio. Ich habe hier das Kabel mal angeklemmt und mir hier so eine alte Kamera geholt als Audioquelle. Es sollte eine Audioquelle sein, die auf Batterie läuft. Nicht, dass ihr euch da versehentlich irgendwelche, Kurzschlüsse oder so einhandelt, das muss nicht sein. Also irgendwas mit Kopfhöreranschluss, sprich kein iPhone. Können dann jetzt hier anklemmen und dann würde ich sagen, schalten wir das Ganze mal ein. Und dann bin ich mal kurz ruhig, dass ihr davon auch etwas hört. Ja, ich denke, es ist relativ eindeutig, es kommt definitiv Musik raus, man kann sie auch hören, es ist relativ leise, also ihr könnt damit keine große Musik machen, aber man kann doch den Sound vernehmen. Auch hier gilt natürlich wieder, je höher die Spannung, desto lauter wird das Ganze. Das hier ist jetzt ungefähr so bei 19-20 Volt. Natürlich können wir auch weiterhin mit der Lampe arbeiten, also auch die klappt noch einwandfrei, wenn wir da in die Nähe gehen. Was wir nicht machen dürfen, ist drangehen. Ihr hört, dann setzt die Musik aus. Klar, wir ziehen ja sozusagen die Energie dann auch weg. Was wir auch noch machen können, ist den Draht ein bisschen verbiegen. Und zwar hört ihr so ein komisches Kritscheln gleichzeitig noch hier. Und wenn ich jetzt einfach mal den Draht ein bisschen verbiege, probieren wir das nochmal. Und ihr hört, das ist schon etwas deutlicher, der Klang reicht immer noch nicht, um irgendwas sinnvoll zu beschallen. Aber hey, man kann es in einem leisen Raum durchaus vernehmen.
Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist die Temperatur. Wenn wir einschalten, dann haben wir hier natürlich diesen einen Hotspot an der Spule, wo entsprechend oben die Blitze rauskommen, der irgendwo so bei 40, 50 Grad hier angezeigt wird. Zumindest mal, solange nichts in der Nähe ist. Aber wenn ihr mal rechts drauf achtet, auf die Kühlkörper, da sehen wir auch schon, die erwärmen sich doch relativ schnell. Und das hier ist Echtzeit, das heißt, die laufen wirklich jetzt erst ein paar Minuten. Wenn wir jetzt einfach mal vorspulen, so auf ungefähr 2-3 Minuten, das war jetzt Ende vom Lied, sehen wir, das Ding wird immer heißer, 60, 70, 80, 90, teilweise hoch bis 100 Grad. Wie gesagt, das war jetzt so bei 19 bis 20 Volt, also so typisches Laptop-Netzteil, sage ich mal. Das heißt, bei den Spannungen möchtet ihr durchaus schon hingehen und an diesen einen Anschluss dann doch einen Lüfter anlöten und das Ganze ein bisschen aktiv kühlen. Das ist natürlich dann wieder unschön, weil Lüfter stört und ihr könnt nicht mehr so gut die Musik hören, aber dafür hält das Ding dann eventuell ein bisschen länger durch. Ja, von meiner Seite nettes Set, würde ich sagen. Sind nur ein paar Bauteile, also schnell aufgebaut, keine große Sache. Natürlich nicht zu vergleichen mit einer größeren Tesla-Spule, einer professionellen. Hier ist wesentlich weniger Intelligenz drin, die Leistung ist wesentlich kleiner und entsprechend klein sind dann auch die Blitze und leise die Musik in dem Fall. Aber hey, wir haben auch einen gewaltigen Preisunterschied hier, das Set unter 10 Euro. Und ja, wenn ihr euch eine richtige Tesla-Spule bauen wollt, ich glaube, da sind wir schon bei über 100 für die Bauteile allein. Nichtsdestotrotz, ich werde es zwar sicher nicht als Dauerlautsprecher hier verwenden, aber es ist schön anzusehen, es macht Blitze, es macht Musik oder kurz, es tut, was es soll.